Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr gab es in Zwickau nach einem Wendemanöver insgesamt 4 Verletzte und etwa 21.000 Euro Sachschäden. Die 37-jährige Fahrerin eines Mazdas fuhr auf der Leipziger Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich der Clara-Zetkin-Straße hielt sie und setzte zum Wenden an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, der ebenfalls stadtauswärts unterwegs war. Ein 15-jähriger Insasse im Audi sowie dessen 37-jährige Fahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die Mazda-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein 7-jähriger Junge, welcher in ihrem PKW mitfuhr, wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Leipziger Straße voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet.